Bleiben Sie doch mal stehen! Ich kann ja auch ranzoomen. Ich mach die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ich bin bloß bis unten reingekommen und wurde gleich beballert. Also im Test, was ich gesagt habe. Da kommt gleich einer raus. Zack, Bums. Hallo, was machen Sie da? Der wird... Ach, ja. Ach, weil was können. Warum machen die denn immer Pause? Die sind doch total doof. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival, der sich einen Aufgang gebaut hat. mit den Kabinen, der sich einen Aufgang gebaut hat. Wir haben ein kleines Problem. Ich muss mir Nahrung suchen und zwar ganz dringend. Also, wie ihr seht, habe ich bloß noch 100 und ein paar zerquetschte. Das werden wir uns jetzt mal schnell gönnen. Das heißt, wir müssen jagen und ich kann ja schon mal in der Zwischenzeit uns ein Herd kredenzen, dass ich das auch verarbeiten kann. Den kann ich ja dann mit dem Kühlschrank, glaube ich, verlinken oder so. Na gut. Raus da. So. Dann würde ich mal sagen, Corndogs oder Tiere, obwohl eigentlich hier ist ja, da ist ja was. Da könnte ich ja rein theoretisch. Wow, für eine Snipper ist das aber ganz schön. Wo ist? Naja, gut, was habe ich mir, was habe ich erwartet? Ich baue die Dinger aus Pflanzenfasern, die Munition. Dass das nicht so viele Wert hat, hätte ich mir doch denken können. Wo sind die denn hier schon hin? Nee, die kleben blick ja nicht. Bleiben Sie doch mal stehen! Ich hörte Bewegung. Ach, naja, gut, war Nahrung. Da sind sie wieder. Ich kann ja auch ranzoomen. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Oder auch nicht. Oh, die verschwinden auch gleich wieder. Ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Was ist denn das für eine Schnipper? Ja doch, Lebensenergie verliert das ja. Ich hoffe, das reicht. Das sah sehr, sehr tot aus. Jetzt ist er tot. Hallo, du bist eigentlich tot. Also rein theoretisch solltest du tot sein. Ich kontrolliere das mal. Alter, das ist die billigste Schneiper, die ich je gesehen habe. Ein paar Gewürze? Tatsache, hier ist er. Gluten. Yay, ich habe eh ein Fleisch bekommen. Okay, Moment. Na, das ist ja mal billig. Ich habe jetzt eh so ein Vieh erlegt und ich bekomme ein Stück Fleisch. Ja, das ist ja mal... Dann nehme ich lieber die hässlichen Viecher, die hauen wenigstens nicht ab. Ja, sollte eigentlich jetzt ankommen. Nicht wegrennen. Boah, ich wünsche mir, ich hätte die Dinos mitgenommen von letztem Mal. Gehen sie mir aus dem Weg. Denn essen wir heute ein bisschen Jimmy Glitchy. Ah, siehst du, nämlich auch bloß eh ein Fleisch. Na, das ist ja mal nicht gut. So. Oh, da krieg ich ja auch Pflanzenzeug von. Ja, stimmt. Mir wurde ja gesagt, ich kann es einsammeln, aber Pflanzenzeug kriegen wir davon. Nahrung. Tolle Ding. Danke für den Tipp. Danke generell für eure Tipps. Also vor allen Dingen das mit der Uhrzeit. Die keine Uhrzeit ist. Ja, eigentlich schon, aber das ist eigentlich bloß eine Uhrzeit, wie lange die Sonne noch da ist. Beziehungsweise jetzt 2 Minuten und 24 Sekunden noch. Das heißt, schnell nach Hause. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Moment mal, kann ich nicht hier, hier. Nimm erstmal bitte. Mach mal hinne. Der Junge hat Hunger. Das muss reichen. Mann, hör auf zu schießen! Willst du denn ewig leben? Na, irgendwie schon. Wenigstens ein bisschen. 2 Stück. Ey, da krieg ich ja durch Blumen sammeln mehr Nahrung als durch Tiere wegmachen. Oder generell Viehzeug wegmachen. Das ist nicht so, wie ich mir gedacht habe.
Wir werden so gleich eine Kettensäge bauen. Dann muss ich mir auch noch kicken wegen Lern... wegen Benzin, Mensch. Nährlösung muss ich mir auch noch herstellen, denn ich muss ja auch die Pflanzkübel herstellen, dass ich Sachen anpflanzen kann. Ich werde auch kein Dach oder so bauen. Ich werde die ganz Freilufthaltung machen hier so, ne? Ja, das habe ich mir jetzt hier so einfach so gedacht. Das wird natürlich... Ich hoffe, man kann das auch so beleuchten. Nicht, dass die Lampen in der Luft schweben. Ich hoffe es nicht. Also, wir werden nur eben zwei Blöcke bauen. Ich könnte eigentlich das auch abbauen, wa? Ich habe jetzt das Tool da. Und das Schöne ist nämlich bei dem Tool, dass ich die Blöcke nicht auseinandernehme, sondern ich sammle sie wieder ein. Ach so, weil ich das auch ausgewählt habe. Ich kann die auch auseinandernehmen. Ja, ich kann die einsammeln und auseinandernehmen. Sehr schön. Hat ja letztes Mal in den Frack so schön funktioniert. So, warten Sie mal. Ich schmeiß mal das Fleisch hier rein, dass es schön frisch bleiben tut. Tutentäten. Ob ich das tut? Ich weiß es nicht. So, bist du fertig? Ja, du bist fertig. Das ist sehr, sehr schön. Ich weiß nur nicht, wo ich dich hinstelle. Am besten hier neben, also würde Sinn ergeben. Ja, ich weiß bloß nicht, ist das jetzt richtig rum oder ist das verkehrt rum? Ah, ich glaube, das ist richtig rum so, wa? Oder so hat das was. Nee, das ist richtig rum. Das scheint richtig rum zu sein, na, dann zeig mal, was du kannst. Gut. Also, wir brauchen Kühlschrank. Ja. Und das soll auch dann wieder zurück in den Kühlschrank. Ja. Fleisch. Käse. Dazu brauche ich aber Muku. Nahrung. Geht das schneller? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schneller geht als in meinem Inventar. Gut, aber dafür kann ich das jetzt hier so, dass er gleich im Kühlschrank drin ist und schön kühl bleiben tut. Also solange ich Strom habe. Pizza. Da ist ja Pizza. Leckere Pizza und Kuchen. Und Hamburger. Nee, ist ja ein Schießbojer. Ist ja Käse drauf, ne? Oh, schön. Oh, alter Kaffee. Also ein heißes Getränk. Getränk. Mach mal ein paar heiße Getränke. So, und jetzt, wenn das funktioniert, geht ja hier ran. Und zack, da ist es. Und dann werde ich mal gleich hinter... Naja, ich muss das ja rausnehmen zum Hinterpfeifen. Das doof ist aber, wenn ich das da rausnehme, ist das ja auch gleich wieder so verdorbenmäßig. Zum Verderben verurteilt. So, warten Sie mal. Ich brauche aber auch für meinen Anzug... Brauche ich ja auch Sauerstoff, ne? Das ist Wasserstoff. Das ist Biostoff. Also Bio-Zeug. Wo ist denn... Ach, da brauche ich wahrscheinlich für die... Moment mal. Ich kann mich... Ach nee, ist ja hier. Ich kann mich daran erinnern, dass es Sauerstofftanks gab. CO2, genau. Das sind die Stationen, die ich dazu brauche. Genau. Und ich brauche aber auch so ein Gerät, was ich in Wasser stelle, ne? War das nicht so? Oder tätig da was durcheinander bringen? Ja, ja. Oh, Alter, das erstmal hier rausfinden. Das gibt ja auch große Tanks. Ja, auch große Tanks. Das ist die Klonkammer. Falls wir sterben sollten. Ja, in Raumschiff wäre das schon cool, wenn ich in mein Raumschiff spawne und. Oder so, ne? Also. Ich hätte das bauen müssen, weil das ist ja generell, dass Sauerstoff in den Raum produziert wird, ne? Und hier kann ich einfach Sauerstoff tanken, ne? Genau. Wassergenerator, das schmeißt im Wasser rein. Ach, und das Zeug erzeugt Sauerstoff. Genau so war das. Ich glaube, so war das. Wir haben das Problem gelöst, aber ich glaube, das braucht auch Energie, ne? Ja, na gut, wir haben ja ein, zwei Zellen. So, den schmeiße ich denn bei Generatoren hin, ne?
Apropos Generatoren, da haben wir ja auch noch einen mehr. Sauerstoff kommt bei uns hin. Ist das 100% Sauerstoff oder ist das bloß eine Mischung? Ob das richtig war. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Kein CO2. Ich weiß. Ich habe ja da auch noch nichts reingemacht. So, den schmeiße ich jetzt einfach mal hier hin. Verstrahlter Sauerstoff, der kommt bestimmt gut. Warum kann ich das jetzt nicht hinstellen? Weil das für Traumschiff ist. Und nicht für die Base. Das habe ich jetzt erst gesehen. Weil das hat ja bloß einen grünen und einen blauen Punkt. Das ist ja mal wieder toll. Das habe ich wieder gut gemacht. Da ist wieder Fusch am Werk. Muss mal gucken. Das kann ich auch nicht hier hinstellen. Was ist das denn? Das ist auch wie ein Raumschiff. Na, auf jeden Fall haben wir das schon mal. Das ist ja nicht verkehrt, wenn man das schon ein bisschen früher gebaut hat. Also übrigens, ich habe schon zwei Raumschiffe in der Auswahl. Leider kann ich sie noch nicht bauen, weil erst ab Level 20. Das habe ich aber erst so spät gesehen. Egal. Moment mal, wo müssen ja Jetpack neu an? Ah, siehst du? Ich habe mich gewundert. So, die Nahrung ist aber auch nicht so. Ach so, ja, da war da was. Ja, was war denn da? Ich muss mir bauen. Das ist übrigens, das ist fertig. Das kann ich im Wasser reinschmeißen. Also, ich brauche nochmal eine Säge. Das wollte ich nämlich bauen. Da ist sie. Und da ist der CO2-Flaschen. Genau. Und dazu brauche ich aber Treibstoff. Wo kriegt denn den Treibstoff hier? Der ist zum Na, da ist er doch. Treibstoff. Na, machen wir mal 5, wa? Ich mach mal 5. Und dann knattern wir ein paar Bäume weg. So, dann muss ich nochmal bei uns. Ich brauche ja auch Energiezellen. Für dieses Gerät. Kann ich auch die Hälfte rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Oder? Doch. So. Dann stell ich mal den Generator dahin für Sauerstoff. Und wenn ich mich noch dran erinnern kann, muss der ja, wie gesagt, ins Wasser rein. In the water. Ist das immer noch so, dass das ganz im Wasser drin stehen muss? Oder? Nee, der geht ja auch ja nie richtig komplett runter. Weil das war ja damals so gewesen, umso mehr das unter Wasser ist, umso besser. Schauen wir mal, wa? So, energieren. Hallo? Nee. Achso, du konntest ja... Hä, du konntest ja bloß immer ihn drin machen, ne? So, und wie gesagt, jetzt produziert er 80%. Also, es hätte doch noch ein Stück weiter runter in Wasser, aber 80% ist ganz dicht an 100 dran. Alles okay. So, jetzt muss da... Der macht das ganz alleine. Gehen sie mir aus dem Weg. Ja, jetzt sind sie aus dem Weg. Wow. Ist das schön. So, ist die Säge, die müsste ja schon fertig sein und der Treibstoff, ne? Ist das jetzt die beste Zeit, um Bäume wegzumachen? Ich weiß nicht. Man kann es ja mal versuchen. Ein Versuch kann ja nicht starten. Schaden. Weil, wie gesagt, ich brauche ja den Stuff. Wie gesagt, es tut mir leid, Tiere. Obwohl, ich kann ja, wie gesagt, die blaue sammeln. Rein theoretisch werde ich viel schneller snack, als wenn ich die wegsnacke. Ist was Wahres dran? Krass, dass du den von hier aus siehst.
Da wollten wir eigentlich heute hin, aber wie gesagt, ist mir zu dunkel und ich brauche Nahrung. Und noch andere Sachen. Mann, der wird auch angezeigt, ne? Da müsste der... Ja, das ist der Obelisk. List. Lisk. Ja, auch immer. Da werden wir noch hin. Ein Obelisk. Boah, was ist denn das? Obelisk. Na, wie auch immer. Die Geräusche, die sind nice. Ach du Scheiße. Ich sehe gerade die Ladung runtergehen. Ja, nicht mal so wenig. Und wie gesagt, daraus können wir den Faser machen und dann will er wieder ein bisschen Munition. Jawohl, Munition bräuchte ich ja auch. Übrigens, wir müssen uns noch die Schrotze bauen, ne? Die Schrotze soll ja nicht mal so übel sein. Also jedenfalls bei 7 Days haut es ja auch immerhin ins Gesicht. Alter, die Nahrung! Ich muss mal nachher nachschauen, ob man das irgendwie noch mal korrigieren kann. Das ist ja viel zu krass. Das ist viel zu krass. Was? Das sieht ja nicht mal so weit weg aus. Und ich brauche ja so oder so Nahrung. Und Zeit haben wir auch noch. Warum gehen wir jetzt nicht zu den Obelisk? Nee, das hat sich nicht bewegt. Vielleicht ist ja da was Interessantes drin. Naja, die sollte ich nicht nehmen. Die sollte ich auch nicht nehmen. 800 Schuss. Ja, vielleicht ist ja da auch noch ein bisschen Munition drin. Ey, Corn Dogs! Ich hörte einen Wolf. Was ist denn das überhaupt? Das war doch damals... Da weiß ich ganz genau, die Kräuterblätter, die haben doch Lebensenergie wieder gegeben, ne? Bin ich fast der Meinung. Oh, Pflanzenfasern brauche ich. Ihr seid keine Pflanzenfasern. Ihr Strip gibt da auch Pflanzenfasern, ne? Ja, wohl. Gibt's. Ach, Pflanzenprotein muss ich herstellen. Shit, das habe ich natürlich nicht. Naja, gut. Ihr sagt, das ist ja um die Ecke. Was soll passieren? Wir sterben. Ja, müssen wir alle mal. Warum sammle ich eigentlich das ganze Grünzeug jetzt ein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das hält doch eh nicht. So lange. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, gleich mal ein bisschen mal nebenbei so einsammeln. Ich glaube, wenn das produziert ist... Steht da dran, wie lange das hält? Verfallszeit 90. Was? 90? 90 Minuten? 90 Sekunden? 90 Stunden? 90 Tage? Ich gehe mal davon aus, 90 Minuten oder so. Müssen wir mal drauf achten. Na, toll. Na, auf jeden Fall hält das länger als das Zeug, wenn ich das in der Tasche behalte. Gut, und wenn ich renne, werde ich wohl wahrscheinlich mehr Ausdauer und so verbrauchen. Also Nahrung, Energie. Du bist Holz. Ich und mein Holz. Also ich weiß, dass da Androiden drin sind. Die richtig kacke sein können. Wie gesagt, wenn die mir auf den Sack gehen, versuche ich die wegzuballern. Sollte das nicht gehen, können wir immer noch die Flucht ergreifen. Vielleicht ist da was Interessantes drin. Ich bin bloß bis unten rein gekommen und wurde gleich beballert. Also im Test, was ich gesagt habe. Seid ihr bereit? Ich kann nicht.
Jetzt, hä? Ich brauchte letztes Mal keinen Key. Also ich hatte keinen Key. Also ich war nicht, also mir war nicht bewusst, dass ich so was brauchte. Sag mal, kann ich das hier weg? Oder kann ich das damit kaputt machen? Ja, kann ich. Scheiß Tür. Ich komm auch so rein. Wird einfacher, wenn ich hier durch? Nö. Es dauert nur länger. Boah, ne? Da kommt gleich einer raus. Zack, bums. Hallo, was machen Sie da? Ich habe ja noch eine Ladung mit bei. Ach, ich beschädige. Ich habe gedacht, das ist unten die Anzeige für die Beschädigung. Nein, das ist die Ladung mäßig. Also kannst du wirklich nicht abbauen, die Scheiße. Du verbrauchst eben halt nur die Ladung. Oh Mann. Mir zu spät aufgefallen. Hä, wo hab ich denn da so einen Key bekommen? Ich hatte so einen Key nie gehabt. Hallo. Ich frage mich gerade, ob ich hier unten irgendwie rinkomme. Aber das wird generell nicht gehen, ne? Sprach er. Ha! Was für ein paar Losers. Ja, warten Sie mal. Ich glaube, ich sollte nie so nah rangehen, wa? Warten Sie mal kurz. Och, Mann. Bohr mich mal ein bisschen so, dass ich da rinschießen kann. Krieg ich überhaupt Schaden? Das werden wir gleich raus haben. Warten Sie mal kurz. Es wird ja angezeigt schadenmäßig, ne? Natürlich nicht. Hallo, ich drücke F. Gut. Ach, hier haben sie einen Generator reingeschmissen. Kannst du nicht beschädigen, die Schitte? War eine gute Idee, aber es funktioniert so nicht. Hallo? Du kannst das nicht abbauen. Das ist schade. Ich habe gedacht, die kommen da irgendwie so rein. Naja, ich hab's versucht. Ich weiß auch nicht, wo ich da einen Key herkriegen sollte. Ich hab nie einen Key eingesammelt oder sonst irgendein Shit. Nee, da kommst du nie rein. Scheißendreck. Ah, es sollte nie Sinn. Es sollte nie Sinn. So, hab ich hier noch irgendwas in der Nähe? Da ist ja nur der kleine Frack. Ja gut, wir können hier hinten nochmal nachschauen. Na, weißt du was? Wir müssen ja eh erstmal Nahrung sammeln. Schade.
So, hier haben wir ein kleines Kupferlager. Jedenfalls war der eben noch da. Hä? Es wurde mir doch eben gerade noch ein Kupferlager. Ach so, deswegen. Wegen dem Bohrer. Ich hab mich jetzt gerade gewundert, hä? Warum wird mir das jetzt nicht mehr angezeigt? Ja, bei dem Bohrer aus Hand gelegt hast, du Trottel. Was soll das Ding im Inventar, den Erdsensor? Hast du alle da? Weil ich sehe, so mit Nahrung lüftet jetzt erstmal. Das wäre ja echt peinlich, wenn wir gestorben wären von an Nahrung. So. Nochmal zwei. Und da noch ein paar Rinn. Jo. Passt, Wackett hat Luft. Was sind denn da hinten? Ich weiß nicht, ob man das so sehen tut, aber das sind Strukturen. Ja, das sind Steine, wa? Ganz stinknormale Steine. Aber sicherheitshalber, sicherheitshalber werde ich mal die Knifte umstellen, wa? Diese Steinstrukturen sehen sehr mysteriös aus. Ich sehe auch keine Bewegung. Die sehen schon ein bisschen komisch aus, oder? Die Felsen. Sind aber stinknormale Felsen. Gut. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas Spezielles ist oder so. Warte, ich mache hier eine Erkundung bei Nacht. Das ist ja das Beste, was du machen kannst. Die Sicht und, ne? Und warum mache ich das eigentlich zu Fuß? Weil das Ding, Achso, ich brauche ja Nahrung oder so. Gut, dann bleiben wir erstmal zu Fuß. Es tut mir leid, dass es heute so eine Erkundungsfolge ist. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen bauen. Aber ich habe auch gedacht, dass ich da rinkomme. Und ich schwöre, ich bin letztes Mal einfach da so aufgetaucht und da war das offen. Ich habe auch nichts in hier. Nee, ich habe nichts eingesammelt, nö. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht habe ich irgendwo mal was aktiviert oder so einen Computer, aber ich habe keinen Computer oder so aktiv gedrückt gehabt oder so. Ich weiß das nicht. War schön drin. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, das sind Minuten, sind das da. Ich glaube, das sind 90 Minuten. Auf jeden Fall wird die Nahrung erstmal 1-4 Sekündchen, glaube ich, halten. Ist nichts. Hier läuft doch keiner lang. Schön ist, wir können ja nachher zurückfahren. Ein leerer Planet. Der ja nicht so leer sein sollte. Ja gut, hier könnte ich noch hin. 2 Kilometer. Es wird ja gleich hell. Es wird ja bald hell, Villa. Und das ganze Eisen hätte ich auch. Ab und zu mal ein paar Sachen mitnehmen. Kann ja nie schaden, ne? Oh, kurz vor der Dämmerung wird es immer so dunkel. Sieht das, also, kommt mir das so vor oder ist es so? Der Walking Simulator. Sind das ist Titan? Ja, Titan. Das kommt auch mit. Oh, siehst du, das ist ja auch sehr gut. Und das Korn. Getreide. Naja, ist ja Korn.
Nee, hier ist nichts. Keine Base, nischt. Da ist das Wasser. Hier müsste doch, wo wir letztes Mal reingefallen sein. Oder sind wir... Nee, wir sind ja hier auf neuem Territorium. Ich sehe auch nichts, ne? Also... Haben wir jetzt 12 Minuten Zeit, hier zu finden. Gut, ich werde das ja so oder so zusammenschneiden. Ressourcen. 200 Meter Entfernung. Schauen wir mal nach, was das ist. Das werde ich gleich mal ein bisschen aufdecken. Was war das? Für einen Schmetterling machst du ziemlich laute Geräusche. Alter, diese Soundkulisse, die ist manchmal echt verwirrend. Oder noch mehr Ressourcen. Aber erstmal schauen wir mal, was das ist. Da oben ist ein Waldgebiet. Also mit anderen Bäumen. Generell sieht das anders aus. Was haben wir hier? Siliziumerz. Ist ja gut, dass wir das immer so ein bisschen aufdecken. Falls wir mal brauchen, dann wissen wir wenigstens woher. Lolololololol. Noch mehr Silizium. Yay! Ah, siehst du, den werden wir auch gleich mal. Gut, der. Ach, ja. Ah, weil wir können. Obwohl, ich könnte doch. Eier. Es gibt heute Eier. Oh, weia. Gut, damit kann ich gerne schon anfangen. Ich habe so viele Nahrung jetzt. Davon wird nicht so viel überleben. Look, da hinten hat sich was bewegt. So, Nahrung ist voll. Alter, eh ein großes Gebäude. Das muss doch drinnen sein. Ich brauche jetzt ein Gebäude. Na gut, glaube ich, das brauche ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Oh, da vorne ist Honig. Hat ihr gehört? War ja wie eine Trommel. Ein anderes Biom, aber ja, mal nicht hier. Aber dafür sehr, sehr viel Honig. Da ist Honig, da ist Honig. Da hinten war auch noch mal Honig. Oh, das hat sich ganz komisch. Ich habe gerade augenmäßig gedacht, das ist eine Drohne. Habe ich mir, weil das sehr, sehr, sehr gerade geflogen ist. Naja, gucken wir mal, was das für Ressourcen sind. Vielleicht sind ja später Ressourcen, die ich brauche. Was ist das? Ist das jetzt nur Soundkulisse oder kommt da gleich was an die Rand? Ja, komisch. So, was haben wir denn hier? Also dieser Planet ist sehr siliziumreich.
Haben die ein Ei? Sehr ungünstig mit Nachladen. Kannst dich nicht verstecken. Du kommst hier nicht raus. Okay, die Dinger sind ja... Oh, da ist ein Ding. Da können wir sterben. Die sind ja besser als die Viecher hier Dinos-mäßig. Dass ich da hingehe mit 800 Schuss. Was soll's? Vielleicht haben sie ja noch ein bisschen Munition, ein bisschen Bewaffnung und so. Mein Inventar sagt aber auch wieder Hallo. Hallo. Ob das Ding bewacht wird? Alter, hier ist so viel Nahrung, wa? Und bei uns? Naja, noch könnten wir umbauen. Wir haben ja noch nie angefangen. Nö. Nö, nö, keine Lust. So. Wann haben wir heute einen Fußmarsch hinter uns? Ich hoffe, dass wenn Gegner da sind, dass man die auch rechtzeitig sieht. Ah, das sieht aber, der Tower sieht schon ganz schön mitgenommen aus, wa? Der hat schon seine besten Tage hinter sich. Oh, Stein. Nice. Was? Das hört sich schnell an. Das hört sich an wie ein Dino. Wo ist denn der? Da ist er doch. Hab ich doch gesagt. Diese kleine, fiese Möp. Ja, du mich auch. So, ich sehe dich. Moment mal. Ist es nicht immer so, wo der ist? Sind seine Kumpel nicht weit? Bis jetzt noch nicht. Aber hier ist sonst nichts, ne? Also... mal hier so nach. Krass. Dann gehen wir mal zu den Toben hin. Was soll da passieren? Nicht ruckeln, Spiel! Warum machen die denn immer Pause? Die sind doch total doof. Das ist genau der... Naja. Kam mir, wie gesagt, schon bekannt vor, aber jetzt können wir wenigstens mal kontrollieren, was das ist. Ne, anderen. Ich hatte doch zwei tot gemacht. Ha. Da sind die anderen. Oh, Phasmophobia. Da sind noch mehr. Nee, nee. Oh, nicht, Freundchen. Bin bewaffnet und gefährlich. Warum welche drin sind?
Weil irgendwo muss ja die Nahrung herkommen. Irgendwie ist mir das alles so nie ganz geheuer. So langsam krieg aber Platzprobleme. Die sammeln sich alle unten, ne? Hier liegt so das Gefühl. Auch keine Gegner bis jetzt, war. Ich sollte nie so lange, so laut schreien, ne? Geht weiter aufwärts. Wo ist denn Endboss? Riesentierrex. Alter, das ist, haben sie schön gebaut. Gebaut, meinte ich. Moment mal, was ist denn das? Das nennt man Feuerkamin. Ja, ja, gut. Was mache ich jetzt damit? Nicht oder was? Weil lesen kannst du ja auch nicht anscheinend. Wow, ich habe hier so eine Alien-Tafel, aber Ring tut mir die gar nichts. Oder ich bin zu blöd zu nutzen. Naja, gut. Ich würde mal sagen, das war nichts. Außer ein bisschen Strahlung. Habe ich nichts gekriegt. So, hier ist nichts. Sieht man hier irgendwas? Man als nächstes in Angriff nehmen könnte. Sehe erstmal nichts, Leute. Ich sehe hier erstmal nichts. So, Kniff in der Hand. Wir werden nämlich erwartet. Jetzt direkt an der Treppe oder was? Ein Stück Karbin? Nee, da sind sie. Haha. Hihi, ihr seid ja doof. Ihr kriegt mich nie. Kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid. Aber guck mal, da sind auch lauter Platten. Achso, das ist von Symbol. Ah, ich verstehe. Steht nicht. Das Symbol ist strahlenreich. Strahlungsreich. Aber eben halt. Nichts Schönes für uns. Schade. Hallo Sie. Ja, ist doch gut. Hätte kleine Drama Queen. Naja, ich hab mitgekriegt. Er stand hier. Alter, jetzt spawnen die oder was? Ey, das ist ein Riesenschädel. Nur mal so zum Festhalten. Ja, Witze wirklich? Witze wirklich? Gesicht. Das sind mir zu viel. Das sind mir zu viel. Kostet mir auch zu viele Munition. Ah, da sind sie. Die sind immer noch da, die kleinen Kackerse. Ich wollte gerade sagen, ihr kriegt mich nie. Naja, kriegt er ja auch nicht. Alter, der Alter, der Planet hat aber richtig Zucht drauf. Was haben wir denn da? So, absteigen. Die sollten ja freundlich sein.
Ah, sicherheitshalber. Hallo, Sie! Alle Dude? Sie müssen hier vorsichtig sein. Hier sind sie... gefährlich. Alter, du knurst mich an. Ich wollte jetzt gerade sagen, schon wieder. So, was hast du da für einen Marker gesetzt? Da hinten irgendwo. Natürlich über ein Wasser. Der hat doch Wasser, der Junge. Ja, die kommen aber hier rum. Ist alles kein Problem. Alter, mit dem Wasser, das sieht schon geil hier aus. Also... vor allen Dingen hier diesen Wassergicht, den sie haben, also drin gemacht haben. Der ist schon nice. Ist hier schon mal verrottet? Bandagen. Richtet nochmal ab. Nein, das sollst du abbrechen. Das sollst du machen. Es ist nice, Bandagen zu haben. Eine. Naja, gut. Sag mal, so ist besser als keine. Nee, warten Sie mal, ich vernichte das mal. Gut. So, aber wenigstens irgendwie Plätze. Nee, ich hätte das Eisen nicht mir sparen können, vorhin abbauen. So, die Blöcke mache ich hoch weg. Aber wie ist, was uns da hinten erwartet? Fängt gerade an, richtig zu schütten. Richtig hart zu schütten. Ja, krass, haben wir das nächste Dorf aufgedeckt. Ja, also richtig, dass ich sage, hier so feldmäßig, lootentechnischerweise, war die letzte Base, die wir hatten, das Beste bis jetzt. Ist ein Starterplanet. Was habe ich denn jetzt überhaupt bis jetzt aufgedeckt? Na, ein bisschen haben wir noch. Da, dieser grüne Bereich, das ist wahrscheinlich, na, grün ist eigentlich immer gut, ne? Blub, 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 blub. Kann ich jetzt auch so mit hoch? Ja. Nahrung zählt nicht zur Waffe. Macht ja auch keinen Sinn. Schnell nochmal in the Village rin. Alter, der Tag ist schon wieder um. Ja. Also lange hat er nicht gehalten. Diese Schmetterlinge. 1 Kilometer noch. Naja, gut. Da sollte man wahrscheinlich doch mobil sein. Das sind dann doch 1-2 Meter. Viel. Oh, was haben wir denn da? Ein Dorf. Also im Dunkeln hier durch die Gegend zu pesen, ist ja noch blöder als am Tage. Was die Sicht an jenen tut. Uiuiuiui. Ja, wie gesagt, mir wurde ja gesagt, ich soll mir, ob das so eine gute Idee ist, mit dem Ding hier rumzuhavern. Steuerungstechnischerweise. Naja, gut. Eigentlich geht's ja, aber sobald du irgendwas auf dem Boden hast oder so. Ist es nicht. So, warten Sie mal, 400 Meter. Den Rest werden wir zu Fuß gehen. Erwies. Das ist kein Horrorspiel. Das ist ein normales Survival-Spiel. Lassen die das. Der knarrt und knattert an allen Enden hier. Das ist...
atmosphärisch ist das schon ganz schön, ist schon nice, ist das da. Ich glaube, das sind die Geräusche von den Bäumen. Bin mir nie so sicher. Das hat sich gerade so angehört. Unsere erste große Tour. Oh ja. Das sieht doch Villa Lupa aus. Ich frage. Ach nee, das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf. Ich habe das gerade verwechselt mit eine Base. Aber da noch nie geschossen wird, sag ich erstmal Hallo. Bitte. Das nennt sich Blume, Karin. Das kennst du nicht. Nee, die sind nicht friedlich. Diese Viecher greifen an. Warum haben die nicht gleich angegriffen? Du bist okay, ne? Genau. Ach nee, die greifen ja nur an, glaube ich, wenn du irgendwas klauen tust oder so. Ein Dorf. Ein Alien-Dorf. Hallo du. Du hast Farbe im Gesicht. Ja, ja, hier bin ich nämlich. Und dann haben sie. Das ist auch schon lange her. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich übernächte mal hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt erstmal hier versuchen. Warte mal kurz. Genau. Wir brauchen nämlich noch ein Bild. Haha. Ich mache das immer so. Oh nein. So, das haben wir fertig. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und wir werden hier weiter aufdecken und kicken, dass wir noch irgendwie was zum Looten kriegen. Das ist ja. Hier will ich natürlich nicht looten, ne? Aber hier sind wir erstmal sicher. Also bis denn, ich bin raus. Tschüss.